Sheffield 2012. Wir sind wieder dabei. Ich freue mich sehr. Dieses Jahr ist Freitag, der erste Tag. Und eine der Bands, die heute sozusagen der Auftakt mitspielt, ist Labras Banda. Die sind jetzt bei uns, die Jungs. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr hier seid. Hi, herzlich willkommen zum Highfield am Stürmtaler See. Hallo, hallo. Wie geht's euch? Ja, sehr gut. Wir waren schon drin im Stürmtaler See. Ihr wart schon baden? Ja. Oben. Und? Ja, wunderbar. Einen Fisch habe ich gefunden, der ist mit dem Bauch nach oben geschwommen, aber das ist... So viel zum Thema Stürmtaler See, aber ihr seid ja hauptsächlich hier, um hier ein bisschen zu spielen heute Abend. Ihr seid das erste Mal beim Highfield dabei, oder? Ja, wie freut ihr euch auf den Auftritt oder was erwartet ihr vielleicht? Wir freuen uns tierisch drauf und wir erwarten einen wunderschönen Auftritt. Ja, wir sind natürlich auch total stolz und es ist total scharf, dass wir einfach so große Festivals spielen dürfen dieses Jahr. Wir waren ja schon in Hurricane Southside, waren jetzt dann im Sigurd Festival in Budapest letzte Woche und sind heute da. Und wie die Leute so mitgekriegt haben, waren die alle entspannt und nett. Und das zeichnet, glaube ich, so ein Festival aus. Wenn die Stimmung hinter der Bühne gut ist, überträgt sich das, glaube ich, auf die Leute. Ja, ich habe gerade schon gehört, ihr seid irgendwie gar nicht so viel unterwegs. Wie kommt's? Wieso? Was macht ihr gerade sonst so? Ach, wir waren die letzten 5 Jahre, haben wir ziemlich viele Konzerte gemacht. Das waren so 400 oder 500 Konzerte und sind da ganz Europa rumgefahren, waren auch in Afrika, in Russland, in Sibirien auch und in Amerika, Europa. Und ja, das ist natürlich für Bands natürlich schön, wenn man viele Konzerte spielen kann, aber es ist auch wahnsinnig schön, wenn man mal Zeit hat und mal ausspannen kann und vielleicht neue Kräfte sammeln für die nächste große Europa-Tour. Typisch bayerisch. Ich sehe gerade schon Lederhosen an und normalerweise auch barfuß, genau. Gibt es irgendwelche Accessoires oder irgendwas, was ihr so typisch mit auf die Konzerte nehmt, außer Lederhose? Badehose. Also so ein Nagelknipser. Na, eigentlich, Lederhose ist... Mehr braucht man eigentlich nicht. Alles andere ist überflüssig. Das hat schon ein Gewicht, aber man arrangiert sich damit. Das ist wie Haut eigentlich, ja. Das stimmt. Wenn man so auf der Bühne ist, ihr habt ja da auch wahnsinnig viele Menschen vor euch. Denkt man da eigentlich auch mal, also denkt man da wirklich noch nach oder ist man da völlig in seinem Auftritt drin oder denkt man da vielleicht auch mal an irgendwas ganz Banales, sowas wie Nagelknips? Nein, Quatsch, aber was geht einem so irgendwie, was hat man so für Gedanken, wenn man da so das ganze Publikum sieht? Und bei mir ist es meistens B, 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 Ass, 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 Gess, Gess, Gess. Und bei mir ist es immer... Bei mir ist immer, warum schaut mich der Bassist nicht an und schaut die ganze Zeit auf seine Finger, weil immer die ganzen Noten sind dort. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Man denkt schon nach, komischerweise. Also ich glaube, beim Auftritt, wenn man völlig voller Adrenalin ist, dann passieren die komischsten Sachen, glaube ich, mit einem. Aber wenn die Leute einen dann anschauen und tanzen, haben wir schöne Zeit, dann ist es meistens immer schön. Also dann ist es entspannt und dann möchte man einfach nur ein schönes Konzert machen und... Ich glaube, das wird halt auch wieder ganz schön. Ich habe ganz ein gutes Gefühl heute. Labras Banda, ich wünsche euch einen super Auftritt beim Highfield und vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bye-bye. Ciao.